Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, als allererstes natürlich für euch die Info, ich gehe heute nicht live. Ich gehe sondern nächsten Dienstag wieder live, so wie immer 19.30 Uhr. Und genau, also nicht heute, sondern wieder wie immer Dienstag 19.30 Uhr. Ja, heute kommt ja auch unter anderem das Top-Transfer-Event. Wisst ihr ja schon alle, ist ja schon bekannt gegeben. Und die Spieler wurden jetzt von EA auch veröffentlicht, auch rausgehauen. Ich werde es euch jetzt gleich hier mal einblenden vorab. Meine Meinung dazu, ich muss sagen, kein Spieler spricht mich da auch wieder an, wo ich sagen würde, der muss in meine Aufstellung. Ich werde mir wahrscheinlich wieder irgendjemanden holen und den dann für gute Coins eventuell verkaufen, wenn es klappt. Ja, mal gucken, was da alles so Free-to-Play ist. Aber ja, ansonsten spricht mich da jetzt erstmal keiner an, der jetzt irgendwie in meine Startelf kommen könnte. Wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt es ja gleich mal dann in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, genau, ich blende euch jetzt mal hier die Spiele ein. Ja, also meine Meinung habe ich jetzt schon gesagt, Freunde. Es spricht mich einfach keiner an. Es spricht mich ja wirklich keiner an. Weghorst brauche ich jetzt nicht irgendwie. Stürmer habe ich mein Levi, ich bin damit zufrieden. Ober brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, also wie gesagt, ich brauche halt keinen, ne? Ich brauche halt keinen. Wie sieht's da bei euch aus, Freunde? Ist da jetzt irgendein Spieler, der euch ja anspricht, der euch gefällt, den ihr gerne, wo ihr sagt, den hätte ich gerne in meinem Team? Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, bei mir ist es nicht der Fall, weil wenn ich mal aktuell mal mein Team gucken, also ich habe ja aktuell nur auf der Torhüterposition Bedarf und vielleicht noch Stevie G. Aber auch nur vielleicht. Bin ich mir jetzt auch noch nicht zu 100% sicher. Ja, bin ich mir auch nicht zu 100% sicher. Also vielleicht DBG. Aber ansonsten, ja, ist der Rest gut besetzt. Ich bin zufrieden. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich hier noch einen Mahrez reinpacke. Weil Salah ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, überlege ich mir auch nochmal, Freunde. Also schreibt jetzt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, ich mache nochmal hier schnell. Genau, Aktualisierung war gerade eben. Dann kann ich hier nochmal schnell abstimmen. By the way, gerade Bayern, Halbzeit. Ja, die liegen 1 zu hinten. Gut, wenn ihr das Video seht, wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, dass Bayern das in der zweiten Halbzeit noch dreht. Puh, ich weiß nicht. Also, erste Halbzeit von Bayern nicht gut. Kaum Chance, also gar keine Chance eigentlich da vorne. Villarreal brutal gut. Hatte ich aber auch so erwartet. Die spielen wirklich sehr, sehr gut. Hat Bayern ein bisschen Glück, dass das Abseits-Tor das Abseits war und nicht gezählt hat. Weil es war auch irgendwie ein komisches Ding. Halb Flanke. Ich weiß nicht, ob es eine Flanke war, aber war ein komisches Ding. Naja, zum Glück zählt es nicht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, die Jungs kommen jetzt aus der Kabine raus und drehen das jetzt mal ein bisschen. Ja, weil aktuell sieht es ein bisschen kritisch aus. Ne? Villarreal wirklich sehr, sehr stark. Wie gesagt, ihr wisst ja schon alles, wenn ihr das Video seht. Ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall weiter gucken, ganz klar. So, ich baller hier nochmal schnell die Skillspiele durch. Und ich bin auch generell allgemein gespannt, wie das Event so aufgebaut sein wird. Ich hoffe halt wirklich, dass EA es nicht verkackt, ne? Aber wenn wir mal überlegen, alleine davon, wir haben ja aktuell nur ein richtiges Event, was wir spielen können. Das Lantern Event, das können wir nicht spielen. Also, das meine ich jetzt nicht, das beachten wir jetzt mal gar nicht, weil das ist sowieso eigentlich irrelevant. Bis auf dieses tägliche Pack, was man öffnen kann, ist das nichts. Ich hoffe einfach, dass man in diesem Event schön spielen kann, dass man da schön vielleicht ein bisschen größeres Angriff machen kann, vielleicht, keine Ahnung, halt irgendwie was, ne, dass man halt da schön spielen kann, weil, also Pack-Event werden die safe nicht machen, das können die sich auch nicht erlauben, ja, die müssen einfach irgendwie ein bisschen mehr Spielfaktor reinbringen, weißt du, damit man halt schön Champions League spielen kann und Top-Transfer, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ich glaube, wir können uns sogar im Shop das Pack holen, oder? Warte mal. Ah ja, genau, ich kann es mir holen, okay. Sehr gut. Aber ich habe, glaube ich, aktuell dann nur eine, ne? Ja, okay, da muss ich wieder ein bisschen sparen. Ja, zwei brauche ich ja hier. Ui, zwei, okay. Kritisch. Ja, aber macht sich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das Event? Steht hier eigentlich, oder das Pack-Event, steht hier irgendwo ein Ablaufdatum? Das wird ja hier im 7. freigeschaltet, also... ja, morgen. Heute. Lul. Heute ist der 7. Ja, steht hier nicht, ne? Weiß jemand, wann es endet? Steht das vielleicht im Guide? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber nee, sollte ich auf jeden Fall schaffen, wenn ich halt täglich öffne. Ob ich den Umtausch mal nie mache, weiß ich jetzt nicht.
Ja, weil man muss halt schon viel für den ausgeben hier allein. Okay, man muss halt den Lantern, dann 4 Lantern-Spieler und einen 90-Spieler und 20 80 plus. Hätte ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Ich glaube nicht. Ich verkaufe eher den normalen. Mann, nee, ich werde dieses Pack, glaube ich, mal bald machen. Mal gucken. Weil hier braucht man ja nur. Okay, man braucht keine Lantern-Spieler. Das ist gut. Da muss ich mir nicht irgendwie auf Krampf kaufen, weil ich habe genügend Elite-Spieler, Freunde. Ein Elite-Spieler hapert es nicht. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem Video. Morgen kommt das Video dann natürlich, was alles Free-to-Play ist im Top-Transfer-Event, so wie immer, ihr kennt es ja. Und ja, wie gesagt, streamen dann halt nächste Woche Dienstag, 19:30 Uhr. Dann gehen wir halt auch rein ins neue Event. Mal gucken, was wir da so alles öffnen können, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Dann zum Guide. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein und ciao.